Hi, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf die erste Folge Deep in the Wild. Am Ende erwartet euch noch ein 50-Euro Amazon-Gewinnspiel. Also dranbleiben und viel Spaß mit der Folge. Und endlich erreichte ich die Spitze des höchsten Berges meiner Tour und freute mich es, trotz aller Strapazen, geschafft zu haben. Warte mal, wie bist du da jetzt hingekommen? Und was machst du da überhaupt? Entschuldigung, wo muss ich dich denn da abholen? Am besten ganz am Anfang. Wer bist du eigentlich und was war das für eine Reise? Ja, okay. Erstmal, bevor wir loslegen, mach's dir bequem. Möchtest du was trinken? Nein, danke. Nein? Okay. Also, stell mich am besten erstmal vor. Mein Name ist Deep Fried. Meine Freunde nennen mich Deep. Ich bin Streamer auf Twitch, vor allem bekannt durch meine PUBG-Chaos-Streams. Und ich muss ja zugeben, ich bin eigentlich ein fetter Nerd und nicht so der sportliche Typ, aber inspiriert durch Sam vs. Wild und das ganze Stubenhocken in der Corona-Zeit kam ich auf die Idee, ein krasses YouTube-Projekt umzusetzen, selber mal raus in die Natur, in die Wildnis zu gehen für längere Zeit. Und da ich großer Nordamerika-Fan bin, kam ich relativ schnell auf die Appalachen. Das ist ein großes Gebirge in Amerika und dort gibt es den längsten Wanderweg der Welt. Mit 2000 Meilen, das sind 3000 Kilometer. Und das bist du dann komplett gelaufen? Nein, natürlich bin ich nicht komplett gelaufen. Die Idee war es, einen 130-Meilen-Abschnitt so in 2 bis 3 Wochen ungefähr zu laufen, inklusive Übernachtungen im Wald. Ich habe ein Experiment gemacht. Der größte Nerd und Stubenhocker geht mal in den Wildnis, in den amerikanischen Wald, den Appalachian Trail laufen. Das ist der längste Wanderweg der Welt. Bevor ihr fragt, bin ich so ein krasser, fitter Wanderdude? Bin ich ein fetter Nerd? Das sind die Herausforderungen meines Lebens, glaube ich. Man alles wehtun und du weißt schon alles weh. Was ein qualvoller Urlaub. Ich kann halt nicht zurückgehen, aber Real Rap, ich trau mich nicht nochmal hoch, weil jetzt wirkt's gerade ein bisschen besser. Mann. Also wenn das jetzt halt hier noch 2-3 Stunden weiterschüttet, kann ich das hier nicht abwarten. It's happening, Leute. Hier ist er mich tiefer. Ich weiß gar nicht, wie ich aussteigen soll. Ich muss einfach durch. In the wild. Plan ist es, nach Charlotte, North Carolina zu fliegen, um mich dort auszurüsten. Das heißt, Dinge wie Bärenkanister, Zelt, Schlafsack, Wasserfilter etc. zu besorgen. Von dort geht es dann mit dem Greyhound-Bus in den Norden nach Wiswille, Virginia, wo ich dann nochmal einen letzten Zwischenstopp von der Tour habe. Ab da dann am nächsten Tag mit dem Taxi nach Bland, Virginia zum Trailhead. Dort habe ich nun vor, ca. 14 Tage insgesamt 140 Meilen des Appalachian Trails zu wandern, bis ich dann letztendlich nach Plan in Roanoke, Virginia rauskomme. Das sind dann also letztendlich 12 Etappen, a circa 15 bis 25 Kilometer pro Tag. Rein aus Distanzsicht würde ich sagen, ist es zwar schwer, aber machbar mit dem richtigen Mindset. Die Challenge ist natürlich die Steigung im Gebirge. Die komplette Tour werden also circa 219 Kilometer, 6500 Meter hoch, 7000 Meter wieder runter. Schwere Wanderung, sehr gute Kondition erforderlich, leicht begehbare Wege, okay, kein besonderes Können erforderlich, puh. Aber ich muss sagen, ich habe eine sehr schlechte Kondition, aber der Mensch wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben. Mehr Angst macht mir eigentlich das Tourenprofil. Man sieht, es geht mal hoch, runter und teilweise echt krass steile Abschnitte. Das wird wirklich eine Challenge. Ja, und alles fing dann am 20. Juli mit einem Flug nach Charlotte, North Carolina an.
So, erster V-Log-Eintrag sozusagen. Wir haben jetzt Donnerstag, den 21.07. Genau. Hier jetzt im Motel in Charlotte. Das ist halt ein Motel, ja. Nicht so spektakulär. Auch mindestens mitten im Industriegebiet sozusagen, am Highway. 13 Stunden unterwegs gewesen, um herzukommen. 4 Uhr morgens aufgestanden, 8 Uhr ging der Flieger von Frankfurt nach Chicago, da 11 Uhr angekommen, 2 Stunden Umstieg, weiter geflogen, hier nach Charlotte, da um 17 Uhr angekommen, bisschen Hickhack gehabt, hab mich hier abholen lassen von einem Taxi, also im Shuttle vom Hotel. Ja, hat dann aber irgendwie geklappt, dann irgendwann halt relativ spät hier um 19 Uhr, sag ich mal, eingecheckt. Nebenan ist so ein Cracker Barrel, heißt das, so ein bisschen Wild West charmmäßiges Restaurant, Country Fried Steak da gegessen, so ein bisschen Richtung Schnitzel, noch diese besondere Art frittiert, die Amis gerne machen. Jo, dann noch was zu trinken geholt und dann war der Tag schon vorbei, ewig geschlafen. Jetzt heute Morgen ein Auto tatsächlich gebucht für die nächsten 3 Tage, weil ich mir überlegt habe, ist dann doch leichter, die ganzen Besorgungen hier zu machen. Dann im Pool gewesen, war ganz nett. Nicht so heiß heute eigentlich, war fast ein bisschen kalt, wenn man nicht geschwommen ist, also so im Rumstehen im Pool. Jetzt werde ich mal gucken, dass ich mit einem Bus in die Stadt komme, mir das ein bisschen dort angucke. Und Sonntag geht es dann mit dem Greyhound-Bus weiter Richtung Appalachian Trail. Tage da und schon so viel erlebt irgendwie. Das war alles ein bisschen chaotisch. Mietwagen, ausleihen, alles nicht so geklappt, wie es sollte. Fuck, geil, dass ihr die Reservierung annehmt und sie dann aber nicht erfüllen könnt. Gibt übrigens auch eine Episode von Seinfeld, wo genau der gleiche Scheiß passiert. So you know how to take the reservation, you don't know how to hold them. Everybody can just take them. Dort bin ich jetzt irgendwo ganz weit draußen im Gewerbegebiet gewesen, den Mietwagen abzuholen. Und die hat mir halt gesagt, ich muss den auch da wieder abgeben. Auf dem Vertrag steht aber, dass ich den da abhole und der Innenstadt abgebe, was für mich eigentlich viel einfacher wäre. Ich glaube, wenn ich Eier hätte, würde ich es einfach machen. Das ist einfach in die Innenstadt fahren. Und wenn die ihn entgegennimmt, ist gut. Und wenn die sagt, nee, kann ich nicht entgegennehmen, dann fahre ich halt doch wieder zu der anderen Stelle. Aber ich werde da morgen früh mal anrufen, ob das passt. Bin ich einfach zu korrekt. Rucksack hatte ich ja eh schon zu Hause besorgt. Jetzt haben wir hier noch Zelt, Schlafsack, Luftmatratze. Das muss alles außen rangebunden werden. Habe ich heute Vormittag schon ausprobiert. Kriege ich hin. War alles super schwer, ey. Ich werde mich so abschleppen. Und ich weiß auch nicht, ich will ja morgen Greyhound-Bus nehmen. Inwiefern ich da so ein riesen geschnürtes Paket abgeben kann. Ich glaube, ich werde diesen anderen Shit nochmal in eine andere Tasche tun, die ich noch da habe. Die wollte ich eigentlich mit der Post wegschicken. Dann haben wir hier noch die Wasserpumpe. Die muss ich jetzt gleich mal ausprobieren, wie die funktioniert, damit ich das nicht stressig am Trail oder am Verdursten bist machen muss. Das eigentlich spannendste Item hier, dieser Bear Vault. Da kommt das ganze Essen rein, damit du den Kram dann in sicherer Entfernung vom Zelt aufbewahren kannst, beim Zeltschlafen im Wald. Wenn die Bären kommen, weil die riechen das über Kilometer weit, dass die dann zu deinem Container gehen, nicht zu dir. Und dass sie den aber nicht aufkriegen und dann wieder abziehen, wenn sie nicht rankommen. So die Theorie. Keine Angst. Das sind nicht diese Grizzlies, die hier abgebildet sind, sondern Schwarzbären. Die wohl echt, ich glaube, das ist sogar einer, gell? Harmlos sein sollen. Ich hoffe es. Ich habe jetzt kein Pfefferspray besorgt. Ich wollte eigentlich Pfefferspray haben. Hat mir der im Store abgeraten nach dem Motto. Ist auch nochmal extra Gewicht, kostet nochmal extra Geld. Brauche ich nicht. Ich hoffe, er hat recht damit. Na jedenfalls, dann fahre ich mit dem Greyhound-Bus weiter. Der fährt aber erst 6 Uhr abends. Das heißt 12 Uhr
Auto abgeben, 18 Uhr Bus nehmen, sind 6 Stunden zu überbrücken mit einem Haufen Gepäck in der extremen Sommerhitze. Die Bushaltestelle ist wohl klimatisiert. Ich könnte mich dann durch 6 Stunden hinhocken, aber das wäre eigentlich super Zeitverschwendung. Muss ich mal gucken, ob die entweder mein Gepäck aufbewahren können oder andere Idee wäre, irgendwie in ein Museum oder sowas zu gehen. Gucken, ob die irgendwie eine Gepäckaufbewahrung haben. Also eigentlich eine Garderobe, aber ich war halt echt unsicher, ob man eine Garderobe, Rucksack mit Zelt und sowas abgeben kann. Denke ja auch, ich bin bescheuert. Wasserfilter, was soll das? Ich bin ja mehrere Tage in der Wildnis dann unterwegs, quasi im Wald, aber es ist trotzdem Wildnis. Und muss dann halt aus Bächen und so mir mein Wasser gewinnen, schöpfen, wie auch immer man es nennen will. Und ist aber nicht ganz sicher. Ich weiß genau, da können nämlich Bakterien drin sein und sogar Parasiten. Also ich glaube, die möchte man halt wirklich nicht im Körper haben. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht tödlich, aber kriegst halt die Scheißerei. Und deshalb gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das Wasser zu säubern. Und ich habe mich jetzt, das ist wohl die beliebteste Option eigentlich hier für so einen Wasserfilter, Pumpe, Pumpfilter, Druckfilter, wie auch immer man es nennt, entschieden. Also erstmal muss man das Wasser mit dem Ding hier sammeln. Das wird natürlich in einem Fluss schwieriger als am Wasserhahn. Ich habe das hier so festgeschraubt. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Also einfach so draus trinken, also drücken. Ja. Okay. Mal den Mund sauber, weil da Chips und so gerade dran waren. Wie Wasser. Also, ich schmecke auch das Chlor noch, weil das ist hier chloriert immer in Amerika. Also ich habe eine 3 Liter Trinkblase und habe vor, noch 2,5 Liter in Flaschen mitzunehmen. Einfach weil ich habe jetzt so eine 1,5 Liter und eine 1 Liter Flasche. Nur, dass du alles durchdrücken willst, bist du beschäftigt. Und wie gesagt, wer hier noch nicht so am Start ist, lasst mal ein Follow da, insbesondere auch dann auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Instagram-Kanal, deepfried_live. Next time in Deep in the Wild. Ja, jetzt wollte ich einen Jubel bestellen zum Trailhead, also da wo ich dann losgehen kann zu wandern. Und es sind einfach keine Fahrer verfügbar. Das habe ich in meiner Planung nicht bedacht, dass irgendwie so in the middle of nowhere vielleicht keine Uber-Fahrer dann sind. So, jetzt geht's hier los. Schwer bepackt. Völlig fertig. Dann der Wander-App gecheckt. Es kommt gleich erst noch die Extremsteigung. Oh, das ist glaube ich wirklich bis zum ersten Shelter. Geht erstmal nur hoch. Und wie hat euch die erste Folge gefallen? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und jetzt seid ihr bestimmt gespannt, was mit dem Gewinnspiel auf sich hat. Alle, die meinen neuen Kanal Deep im Leben abonnieren, ein Like auf dieses Video hinterlassen und unten in die Kommentare das Stichwort Frittenpower reinschreiben, nehmen an einer Verlosung teil für einen 50 € Amazon-Gutschein, den ich in meinem Twitch-Stream am 9.12. Freitagabends verlosen werde. Viel Erfolg, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge am Donnerstag.